Einen wunderschönen guten Tag und willkommen zu einer außerordentlichen Pressekonferenz hier am Pfalzner Weiher beim 1. FC Nürnberg. Neben mir haben wir zwei Protagonisten auf dem Podium. Ich möchte ganz recht herzlich begrüßen unseren Aufsichtsratsvorsitzenden Dr. Thomas Gretlein und unseren Sportvorstand Robert Palikutscher. Und was ist heute in dieser wieder mal virtuellen Pressekonferenz, die wir über Zoom mit den Journalisten verbunden ausstrahlen, zu berichten gibt, das wird uns jetzt Dr. Thomas Gretlein sagen. Herr Gretlein, ich bitte Sie um Ihr Wort. Ja, erstmal ein Hallo von meiner Seite. Ich möchte mich gleich ein bisschen für meine, einige von Ihnen werden sicherlich sagen, aufgrund Unbotmäßigkeit entstandenen Stimme entschuldigen, die ist noch immer etwas angekratzt. Im Aufsichtsrat hatten wir die letzten beiden Tage sehr intensive und lange Analysegespräche, die wir zu großen Teilen auch zusammen mit dem Vorstand Sport geführt haben. Das gemeinsame Ergebnis, der gemeinsame Entschluss dieser beiden Sitzungen lautet, wir werden die Zusammenarbeit mit Robert Palikutscher zum 31. Juli 2020 beenden. Das Datum mag Ihnen ungewöhnlich erscheinen, begründet sich aber sowohl in der Wertschätzung als auch in dem fortgesetzten Vertrauen, das wir gegenüber Herrn Palikutscher haben. Und außerdem sollen in dieser Zeit, in diesen zwei Wochen, noch gewisse Projekte, die kurz vor dem Abschluss stehen, finalisiert werden. Michael Wiesinger wird Herrn Palikutscher bei dieser Arbeit unterstützen. Die Gründe für diesen Schritt lagen, und dies ist mir ganz besonders wichtig und möchte ich auch explizit betonen, nicht in der geleisteten Arbeit von Robert Palikutscher. Die Gründe liegen in der Zukunft, in der weiteren Arbeit und in den bevorstehenden Aufgaben. Wir alle sind uns einig, dass wir auf eine schlechte Saison zurückblicken, sind wir doch weit unter unseren Erwartungen geblieben und waren nur einen Wimpernschlag von der dritten Liga entfernt. Wir wollen allerdings ohne sachfremden Druck, ohne die Belastungen, die sich aus der abgelaufenen Saison ergeben haben und weiterhin ergeben, in diese neue Saison starten. Es ist dem Aufsichtsrat wichtig, dass wir nicht mit einem Rucksack die neue Saison beginnen, der prall gefüllt ist mit negativen Erlebnissen, mit Enttäuschungen und einer oftmals unfairen negativen Voreinstellung und Wahrnehmung. Ich stehe jetzt für Ihre Fragen zur Verfügung. Herr Dr. Gretlein, erstmal sage ich vielen Dank und wie das in Corona-Zeiten so üblich ist, wird es dann die Fragen mit dem virtuellen Handzeichen in der Zoom-Konferenz geben, da die Pressekonferenz wirklich prall besetzt ist und irgendwann auch der Bildschirm tatsächlich nicht mehr ausreicht, hoffe ich, dass ich alle Fragen auch sehen werde. Vorher aber noch bitte ich erstmal alle nochmal das Mikrofon auszumachen, da wir ansonsten Störgeräusche haben. Ich werde dann jeden Einzelnen, nachdem ich ihn namentlich genannt habe, freischalten und er muss sich dann selbst auch nochmal freischalten. Ja, gut, dann schaue ich mal, wer die ersten Fragen hat und wo ein Handzeichen schon hochgegangen ist. Wie gesagt, im Moment sind es drei Bildschirme. Ich fange mal an bei Martin Funk von der Bild. Martin, bitteschön. Das gibt's nicht. Also nochmal ein weiterer Versuch. Martin Funk, kannst du mich überhaupt hören gerade?
die technischen Probleme, weil zu viele von euch noch das Mikrofon anhaben aktuell. Und das Mikrofon muss bei allen aus sein. Ansonsten haben wir diese Störgeräusche und können euch nicht hören und müssen auf die Chatfunktion umsteigen. Das wollen wir natürlich vermeiden. Deswegen würde ich euch bitten, alle die Mikrofone auszumachen und erst, wenn ihr dran seid, dann auch freizuschalten. So. Martin Funk, versuchen wir es nochmal. Okay, versuchen wir es mit jemand anderem. Haben wir leider gerade ein bisschen technische Probleme. Der nächste wäre Manuel Schwarz. Bitteschön. Hallo, kann man mich hören? Okay. Wie ist denn der Zeitplan jetzt für einen Nachfolger von Herrn Palikucha? Und inwieweit sind Sie da auch sehr unter Zeitdruck, weil ja auch ein Trainer gefunden werden muss? Ja, uns ist bewusst, dass wir hier eine gewisse, ein nicht allzu großes Zeitfenster haben. Der Plan wäre, dass wir zum 3. August vielleicht mit einem neuen Sportvorstand starten können. Falls das sich noch ein paar Tage länger hinziehen sollte, wird der Michael Wiesinger noch ein paar Tage interimistisch tätig werden. So, machen wir weiter mit Nico Gehle von der Bild. Hallo, ich hoffe, man kann mich hören. Bis 3. August wollen Sie einen neuen Trainer haben. Palikucha, wie ist denn die Entscheidung für Sie? Es muss ja eine Enttäuschung sein. Sie hätten ja gerne weitergemacht, nehme ich mal an. Wie nehmen Sie denn die Entscheidung des Kontrollgremiums auf? Hast du gehört, Arno, noch? Ich muss jetzt sagen, dass ich die letzten 15 Monate unglaublich gute und faire Gespräche mit dem Gremium hatte. Ich hatte immer sehr ehrliche Gespräche und ich selber bin sehr selbstkritisch mit mir, stelle mich auch der Kritik, die mir entgegengebracht wird. Selten so eine Zusammenarbeit gehabt in einer Gruppe von doch einigen Menschen und so ähnlich liefen jetzt auch die Saisonanalysengespräche. Die letzten Tage, das war auch wieder intensiv und ehrlich, kritisch. So, diese Entscheidung ist so gefallen. Es ist nicht, man handelt jetzt nicht im Sinne der handelnden Personen. Es geht nicht um mich, es geht um den 1. FC Nürnberg. Und wie sagt man im Fußball, manchmal muss man sich fürs Team opfern. Und es ist jetzt kein Opfer in dem Sinne, aber es ist eine Entscheidung für den Verein. Und die ist so getroffen worden, die trage ich natürlich mit. Stehe komplett dahinter erstmal. Sehe die Gründe, sehe auch meine Fehler. Sehe auch die Zukunft, wie sie gestaltet werden soll oder was die Intention dahinter ist. Und deswegen auch hier nochmal, es geht nicht um meine Person, sondern es geht um das, was das am besten für den Club ist. Und diese Entscheidung wurde dann so getroffen. Gibt es eurerseits weitere Fragen an Dr. Gretlein oder an Robert Palikucha? Da sehe ich nochmal Manuel Schwarz, bitteschön. Ja, ich muss jetzt nochmal verständnishalber nachfragen. Dieser Anfang August-Termin, der bezog sich jetzt auf den Sportvorstand oder auch auf den Trainer? Also quasi wird der Trainer erst dann gesucht, schrägstrich gefunden, wenn es auch einen neuen Sportvorstand gibt? Oder werden Herr Palikucha und Herr Wiesinger jetzt bis dahin auf Trainersuche gehen? Die Trainersuche wird der neue Sportvorstand zu verantworten haben. Ich kann aber noch auf die Frage eingehen, was Herr Wiesinger und ich machen werden, weil ich glaube, das ist jetzt nicht deutlich rausgekommen, um welche Projekte es handelt. Wir waren schon in einem Endstadium bezüglich diverser Transfergeschäfte, sprich Spielerleihen, so Juri Medeiros, was ja teilweise in den Medien diskutiert wurde. Da sind noch weitere Leihen angedacht und Personalentscheidungen. Natürlich musste man da abwarten bezüglich der Liga-Zugehörigkeit, aber es war schon alles ausverhandelt, alles beschlossen und das wird jetzt umgesetzt in den nächsten Tagen mit Michael Wiesinger und in der Zeit wird Michael Wiesinger dann auch,
wenn irgendwo sportliche Entscheidungen zu treffen sind. Es geht ja auch um die Stellung der Trainingspläne, ob wir eine 6 Wochen Vorbereitung machen sollen mit dem Team oder 5 Wochen verkürzt. Umsetzung vom Hygienekonzept, was abgeändert werden soll. Es sind schon viele Themen, die noch irgendwo jetzt übergeben werden müssen. Das werden wir alles fair und sachlich abarbeiten, übergeben und dann wird irgendwann der neue Sportvorstand übernehmen. Der nächste auf der Liste ist Frank Linkisch vom Kicker. Frank, bitteschön. Ja, könnt ihr mich hören? Herr Gretlein, eine Frage an Sie. Inwieweit nehmen Sie sich denn selber mit in die Verantwortung über die Geschehnisse der letzten 2 Jahre, sage ich mal, seit dem Aufstieg? Man hat jetzt 2 Sportvorstände gehabt, 5 Trainer. Denken Sie auch darüber nach, vielleicht im Herbst nicht mehr anzutreten? Oder sagen Sie, hey, es wird so weitergehen und der neue Sportvorstand, der kommt, der muss dann den Weg nach oben beschreiten? Wie sind da Ihre Pläne? Also was im Herbst, im Spätherbst sein wird, vermag ich im Moment nicht zu sagen, ob ich nochmal kandidiere oder nicht. Das lasse ich mir natürlich offen. Ich sehe im Moment nicht sozusagen, was der neue Sportvorstand, der wird natürlich die entscheidenden Weichenstellungen treffen müssen. Aber ich habe ja auch gerade betont, wir sehen jetzt eigentlich, wenn man über Schuldfragen spricht. Das eine ist Schuld oder Zuständigkeit, das andere ist Verantwortlichkeit. Die Verantwortlichkeit ist sicherlich immer breiter als das, aber es gibt keine monokausalen Zusammenhänge. Etwa, wir haben uns ja wirklich intensiv beschäftigt, dass wir sagen können, dieser oder jener Fehler von Herrn Palikutscha hat dazu geführt, dass die Saison so oder so verlief oder so schlecht verlief. Sondern ich glaube, da sind sehr, sehr viele Faktoren zusammengekommen, die zu diesem für uns alle natürlich unschönen Saisonverlauf geführt haben. Und das Gleiche würde ich auch für den Aufsichtsrat in Anspruch nehmen, dass wir sagen, auch wir haben bei uns ein paar Dinge entdeckt, die wir nicht gut gemacht haben. Aber es ist jedenfalls weit davon entfernt, dass wir sagen, es gibt hier monokausale Ketten, wo wir genau feststellen können, diese Entscheidung oder dieser Punkt oder das war der Fehler, der dazu geführt hat, dass die Saison den Verlauf genommen hat, den sie dann eben leider genommen hat. Der nächste mit einer Frage ist Fadi Keblawi von den Nürnberger Nachrichten. Fadi, bitteschön. Guten Tag. Es sind sogar 2 Fragen, eine an Dr. Gretlein und eine an Robert Palikutscha. Herr Gretlein, warum hat es jetzt nochmal 3 Tage gedauert, bis Sie zu dieser Entscheidung gekommen sind? Nach dem letzten Spiel wurde dann nochmal wirklich darüber diskutiert. Und Herr Palikutscha, vielleicht können Sie konkretisieren, welche Fehler Sie in Ihrer Arbeit entdeckt haben im vergangenen Jahr? Vielen Dank. Also ich weiß jetzt nicht, warum wir hier jetzt von 3 Tagen reden, ne, sondern es war Sonntag und Montag. Der heutige Tag ist ja noch nicht rum. Und ich finde, man muss sich da wirklich Zeit nehmen. Wir saßen am Sonntag 6 Stunden zusammen und saßen gestern 7 Stunden zusammen. Ja, ich weiß nicht, ob man A, mehr Engagement aufbringen kann und B, ob man so etwas schneller entscheiden kann. Wir haben uns die Entscheidung nicht leicht gemacht. Wir haben wirklich tiefgreifende Analysen vorgenommen. Wir haben sehr viele Dinge angeguckt, die wir auch gemeinsam mit Herrn Palikutscha besprochen haben. Und warum da am Sonntag schon was aus der Hüfte geschossen werden sollte, wenn wir alle der Meinung sind, wir brauchen dann nochmal ein paar Stunden, um uns da intensiv auszutauschen, erschließt sich mir nicht. Und ich weiß auch nicht, wo leben wir denn, wenn wir sagen, 2 Tage sind schon zu lange. Also da muss ich einfach mal sagen, Entschuldigung, das geht hier um tiefgreifende Entscheidungen. Es geht hier auch um Personen, die wir schätzen, die integer sind. Und da ist es doch völlig verfehlt, jetzt hier einen Vorwurf konstruieren wollen, dass wir in Ruhe, mit Besonnenheit und überlegt gesprochen haben und dann unsere Schlüsse gezogen haben. Zu Ihrer Frage mit Fehlern, da waren bestimmt Fehler dabei. Das ist aber eine sehr lange Saisonanalyse von mir gewesen. Die ging auch mehrere Stunden mit sehr vielen Daten, Fakten und Rückblicken, ob man was anders hätte machen müssen. Das würde jetzt wahrscheinlich auch den zeitlichen Rahmen sprechen, aber ich versuche schon mal ein paar Abschnitte vielleicht zu nennen, die dann immer einen beschäftigen. Es geht bei der Bewertung
der Spieler, die man aus dem Kader übernommen hat, vom Grundgerüst, ob die Bewertung von mir richtig war, dass das ein Grundgerüst ist, das durchaus, und das wissen wir alle, dass dieses Grundgerüst, was man benutzt hat, eine gute Zweitliga-Qualität hat und eigentlich die Verantwortung tragen sollte. Aber im Nachgang hätte man sich vielleicht auch mehr mit dem Abstiegsthema beschäftigen sollen, ob man direkt einen Schalter umlegen kann, ob man der Sache gewachsen ist, auch was Verantwortungsübernahme betrifft. Ich weiß, dass in den Medien sehr oft die Kader-Zusammenstellung kritisiert wurde. Ich glaube, wir hatten 20 Abgänge, 15 oder 16 Neuzugänge. Müssen mich jetzt nicht festnageln, wenn es das um eine Zahl richtig oder falsch liegt. Wenn man so viele Neuzugänge und Abgänge hat, dann kann man grundsätzlich nicht in einer Bewertung der Journalisten mit den Personalentscheidungen richtig liegen. Es können ja nur 11 spielen. Und wir haben, glaube ich, viele gute Jungs dazugeholt, die dem Verein gehören, die Marktwerte geschaffen haben, die hier sich entwickelt haben. Wir haben einen renommierten Trainer aus dem Ausland verpflichtet, der hier nicht funktioniert hat. Da sind wir auch schon bei der ersten sehr, sehr intensiven Analyse, ob das richtig war, mit einem Trainer, der nie in Deutschland gearbeitet hat, diesen Weg beim 1. FC Nürnberg zu gehen, nach dem Abstieg in einem Umbruchjahr. Das muss man sich hinterfragen, was da schiefgelaufen ist. Und wir hatten Schwierigkeiten. Wir haben ein Saisonziel ausgerufen, dass wir im oberen Tabellendrittel eine ruhige Saison spielen wollen. Es war kein Aufstiegsdruck. Wir wollten die Mannschaft entwickeln, um in dem Folgejahr um den Aufstieg mitzuspielen. Wir haben das im ersten Saisondrittel eigentlich ganz gut von den Zahlen hinbekommen, aber die Unruhe, die war immer da. Die Saison war geprägt in dem Abschnitt von individuellen Fehlern, von Nachlässigkeiten, von späten Gegentoren in der Nachspielzeit. Und trotzdem waren wir, glaube ich, in der Länderspielpause im Oktober vor der Mitgliederversammlung auf den sechsten Platz gegangen. Aber es war nicht ruhig. Und wir waren gut in den Spielen. In vielen dieser Spielen waren wir gut, nicht in allen, aber in vielen. Und trotzdem war es unruhig, wir waren unzufrieden. Und dann fing eine schlechte Phase an, in der wir uns dann auch von Damir Kanadi getrennt haben und einen Trainer geholt haben, der die zweite Liga kennt, der das Umfeld eines Traditionsvereins kennt, der das alles schon gemacht hat, die Erfahrungen hatte. Das ist nicht gut angelaufen, weil es turbulent war, aber ich glaube, dass der Jens in der Winterpause auch mit den Neuzugängen, die wir dazu geholt haben, die Mannschaft stabilisieren konnte. Wir auch nach der Winterpause eine sehr gute Phase hatten mit mehreren Spielen, die gut waren, wo die Ergebnisse auch in Ordnung waren. Kamen Morddrohungen dazu. Spieltag gegen Hannover 96, was nicht selbstverständlich ist. Es waren nicht die einzigen Drohungen. Also es gab schon mehr als nur einen Vorfall hier im Verein. Und um den Verein herum, man merkt dann diese Explosivität und die Wucht des Vereins. Und der Sache muss man schon entgegentreten, sich dem stellen. Das war alles nicht einfach, gepaart mit der Corona-Pandemie, mit dem Lockdown, mit der ungewöhnlichen Situation, die alle Vereine begleitet hat, mit den finanziellen Sorgen, die da geherrscht haben, mit Zukunftsaussichten. Und ich glaube, dass der Jens eine sehr gute Restart-Vorbereitungen hinbekommen hat, im Rahmen der Möglichkeiten, die hier vor Ort gegeben waren, weil jeder Standort andere Bedingungen hatte. Wir gehen da optimistisch raus, denken, dass wir wirklich relativ schnell die Kurve kriegen, um kein turbulentes Saisonende haben. Und dann schon im ersten Spiel wiederholt sich dann die Geschichte, dass wir ein gutes Spiel in St. Pauli machen, durch einen individuellen Fehler uns dezimieren und saublöd in Unterzahlen in ein Konter laufen, das Spiel unverdient verlieren. Es findet kaum ein Lerneffekt statt, das begleitet uns dann bis zum Saisonende. Wir kommen in diese Situation, wie wir kommen. Ich glaube, am Ende muss ich immer Lösungen haben für die Probleme, die da sind. Da war die Lösung auch mit Michael Wiesinger. Die war richtig, mit der Unterstützung von Marek. Der hat etwas mobilisiert in den Jungs in den letzten zwei Wochen, was meines Erachtens nach die Jungs in der nächsten Saison begleiten wird. Es ist eine Riesenerfahrung, die sie gemacht haben. Man kann jetzt nicht das Positive draus ziehen und das versuchen, positiv zu verkaufen, aber trotzdem war das eine Erfahrung, an der sie wachsen werden. Da bin ich felsenfest von überzeugt. Die sind als Team zusammengewachsen in einer schwierigen Zeit. Und es gab in all diesen Abschnitten muss ich mich dann immer hinterfragen, ob ich richtig gehandelt habe, ob die Maßnahmen, die ich ergriffen habe, richtig waren, ob die Lösungen richtig waren, ob
die Gespräche, die ich mir in den Gruppen geführt habe, mit der Mannschaft, mit dem Trainerteam, die Einzelgespräche und auch meine Gesprächsführung mit den Gremien, dass alles richtig war. Ich bin überzeugt, dass ich mir den Vorwurf nicht gefallen lassen muss, dass ich falsch oder dilettantisch gehandelt habe. Ich habe immer Lösungen gesucht. Am Ende haben wir die Klasse gehalten. Ich lasse es auch nicht gelten, dass das glücklich war, weil eine Relegation dauert am Ende des Tages. In diesem Fall hat das, glaube ich, über 190 Minuten gedauert. Und auch die waren Spiegelbild der Saison, wo wir über weite Strecken die bessere Mannschaft waren, den besseren Fußball gespielt haben, die Effizienz leider vorne im Sturm vermissen haben und in einer schwierigen Phase nicht die Stressresistenz hatten, um uns dagegen zu wehren und in den 10 Minuten oder 12 Minuten in Ingolstadt fast alles verspielt haben. Aber der Unterschied und die Entwicklung der Mannschaft im Laufe der Saison war, dass sie sich nicht aufgegeben hat, den Glauben hatte, wir den Gegner ins gerade in Ingolstadt in den letzten 10 Minuten reingedrückt haben. Wir haben, ich weiß nicht, ob es alle dran geglaubt haben, aber ich habe dran geglaubt. Ich habe diese Mannschaft nicht aufgegeben und man hat den Willen gesehen und die hat es dann nochmal geschafft, dass dann am Ende so einer unbefriedigenden Saison mit vielen Problemstellungen, auch mit der medialen Unruhe, die durch viele von ihnen erzeugt wurde, ob das jetzt zu Recht passiert ist oder zu Unrecht, das mag ich jetzt nicht hier ausdiskutieren. Jedem sei das selber überlassen, wie schnell man hier vielleicht für Unruhe herrscht. Es ist freier Journalismus, das ist absolut in Ordnung. Ich finde die eine oder andere Aussage bei den Jungs teilweise überzogen. Das sind auch Menschen. Klar sind das gut bezahlte Profis, die den Job nachgehen, aber es sind keine Maschinen. Und das sieht man dann in den Spielen, wenn die Verunsicherung da ist. Wenn man vielleicht in so einen Negativstrudel kommt und dass die Situation dann auch anders ist als in der ersten Bundesliga, wo hier gemeinsam irgendwo ein Pakt geschlossen wurde, dass man, wenn man alles gibt, dass der Aufstieg dann nicht so schlimm ist. Und die Fans haben die Jungs durch die erste Liga auf den Händen getragen. Dass dies nicht der Fall sein wird in der zweiten Liga, war klar. Ich glaube nicht, dass sich jeder dessen bewusst war, wie explosiv die Stimmung hier sein kann. Und in der Rückbetrachtung des Ganzen hätte ich vielleicht in der Winterpause nicht dran glauben, hoffen und auf die Leute einreden müssen, dass wir das hinbekommen, dass es ruhig wird in der Rückrunde, sondern da vielleicht schon selber entgegenschlagen und einen Abschiedskampf ausrufen, ja, um den Ernst der Lage bewusst zu sein. Weil jeder auch in der Mannschaft und im Umfeld der Mannschaft die Qualität der Mannschaft gelobt hat, gesehen hat, wie intensiv gearbeitet wird. Und dass die Probleme, die da sind, dass die abstellbar sind, dass man daran arbeiten kann, dass man das in den Griff kriegt. Aber am Ende des Tages haben wir es bis zum Saisonfinale nicht in den Griff bekommen. Und im letzten Spiel haben wir es dann, oder in den letzten zwei Spielen haben wir es hinbekommen. Die Klassenerhalt ist gesichert, die Arbeitsplätze sind gesichert. Und das zählt am Ende, ja. Und nochmals, wir hatten wirklich eine zweitägige intensive Aufarbeitung. Auch über jeden Schritt von mir in der Nachbetrachtung gesprochen. Es kann nicht alles richtig sein, aber es hat jetzt vielleicht auch nicht alles mit meiner Unerfahrenheit zu tun, dass ich so jung in dieser Position bin oder erstmalig. Ich glaube, auch andere Menschen hätten vielleicht Probleme darin gehabt. Das ist jetzt auch kein Trost für mich. Ich habe mich der Aufgabe gestellt. Es ist eine wahnsinnige Erfahrung. Und ich werde jetzt hier keine Schmutzkampagne führen. Ja, ich hatte unfassbaren guten Dialog mit dem Aufsichtsrat die ganzen Monate, auch im Vorfeld meines Engagements. Ich wusste, worauf, was mich hier erwartet. Ich habe es nicht so schwer erwartet. Die Probleme kamen dazu. Es wurde immer schwerer. Man stellt sich der Sache. Und dann finde ich es auch absolut in Ordnung, wie das Gremium, insbesondere auch Herr Gretler an der Spitze, das mit mir aufgearbeitet hat und wir dann diesen Entschluss gefasst haben. Weil am Ende, es geht auch jetzt nicht um Dr. Gretlein, es geht auch nicht um mich und es geht auch nicht um die Trainer, sondern es geht um den 1. FC Nürnberg. Es war eine unglaubliche Freude bei den Mitarbeitern, dass der Klassenerhalt gesichert wurde, dass die Arbeitsplätze gesichert wurden, Einkommen gesichert wurde, weil diese Gedanken bei den Mitarbeitern waren omnipräsent seit Monaten, erst wegen der Corona-Pandemie, Lockdowns und der Einnahmeneinbußen. Da muss ich auch an die Mitarbeiter, die in der Zeit gearbeitet haben und auch insbesondere unsere Finanzabteilung und Personalabteilung unglaublichen Lob aussprechen, dass sie das gemanagt haben, dass da alle in einen Strang gezogen haben und jetzt am Ende auch alles um die Lizenzmannschaft
Herr Rom hat wirklich für Ruhe gesorgt, dass die Jungs in Ruhe sich auf diese Spiele, die letzten Spiele fokussieren können, konzentrieren können. Diese Ruhe hat sich ausgezahlt und dass es danach hochkochen wird, war uns bewusst. Dass ich in den Fokus geraten werde bei der ganzen Geschichte und der Aufarbeitung, das war mir schon vorher bewusst. Wir haben das aufgearbeitet, wir haben eine Entscheidung getroffen für den ersten FC Nürnberg, da stehe ich dahinter. Und ich bin sehr, sehr optimistisch, dass diese Mannschaft nächstes Jahr eine sehr gute Saison spielen wird. Dankeschön. Ja, Robert, erstmal vielen, vielen Dank für die Ausführungen und dann machen wir auch direkt weiter mit der nächsten Frage. Wir probieren es nochmal bei dir, Martin Funk. Ich hoffe, es klappt dieses Mal. Ja, jetzt besser. Ich habe den Computer nochmal gewechselt. Vielleicht war das Problem bei mir. Ja, da kommt das Nicken. Herr Palikutscher, erstmal von meiner Seite. Ich finde es sehr respektabel, dass Sie in so einer Situation bei einer Pressekonferenz, wo es um Ihren Abschied geht, hier Rede und Antwort stehen. Finde ich keine Selbstverständlichkeit. Kenne ich beim ersten FC Nürnberg von der Art auch nicht. Also diese persönliche Anmerkung sei erlaubt. Eine Frage allerdings an Herrn Gretlein. Sie haben gerade betont, diese 2,5 Tage, die muss man sich auch nehmen bei einer Saisonanalyse. Sehe ich auch ähnlich so. Aber würden Sie mir vielleicht nicht auch recht geben, dass die Relegation eigentlich keinen Einfluss auf eine Saisonanalyse haben konnte, dass eigentlich die Saisonanalyse auch schon auf dem 34. Spieltag hätte starten können, damit man dann, und das war, glaube ich, auch von meinem Kollegen so zu verstehen gewesen, nach so einer Saison dann eine Schublade A und B auspackt für die dritte Liga, für die zweite Liga und nicht erst dann quasi zusammentritt, weil jetzt zählt ja wirklich auch jeder Tag. Ich weiß nicht, ob wirklich jeder Tag zählt. Natürlich ist das Zeitfenster jetzt nicht übermäßig weit offen. Ich glaube trotzdem, man kann eine Saison erst von ihrem Ende her bewerten. Natürlich haben wir auch im Vorfeld Überlegungen angestellt, hatten uns der Frage gestellt, was passiert, wenn wir absteigen, wie agieren wir da? Das ist natürlich alles selbstverständlich, aber ob das Essen geschmeckt hat, werden Sie auch erst nach Ihrem letzten Bissen, der könnte ja verdorben sein, beurteilen und nicht schon sozusagen, wenn sie erst 3/4 aufgegessen haben oder wie auch immer, wie weit. Also ich glaube, das ist natürlich eine Saison, die war jetzt länger, als wir dachten. Aber wir waren uns von vornherein einig, dass wir eine abschließende Analyse nach Ende der Saison treffen. Und das halte ich auch für vernünftig. So, der nächste ist Frank Schneider. Bitteschön. Ja, hallo zusammen. Ich habe eine Frage an den Herrn Gretlein und eine an den Herrn Palikutscher. Hören Sie mich? Sehr gut. Herr Gretlein, Sie haben auch schon ein paar Mal den Namen Michael Wiesinger genannt. Welche Rolle wird er nach dem 3. August denn haben? Wird er wieder dann im NLZ arbeiten oder bekommt er eine hervorgehobene Position, Sportdirektor, technischer Direktor, wie man das auch nennen möchte? Und an den Herrn Palikutscher, Sie haben gesagt, es gab noch weitere Vorfälle rund um die Morddrohungen gegen zwei Spieler. Was waren das für Vorfälle? Wann waren die? Waren die gegen Spieler gerichtet? Waren die gegen das Umfeld, gegen Sie persönlich, gegen den Aufsichtsrat? Und wieso sind die nicht kommuniziert worden? Soll ich anfangen? Also, jetzt habe ich Ihre Frage gar nicht mehr, weil ich so auf die zweite gebannt war. Michael Wiesinger. Der Michael Wiesinger wird Plan jetzt das NLZ weiterhin leiten. Wir diskutieren natürlich, ob wir sowas wie einen technischen Direktor oder Sportdirektor einziehen. Da gibt es für und wieder. Wir hatten negative Erfahrungen mit einem Duo, das schon ein paar Jahre zurückliegt. Wir hatten zu Beginn der Saison oder zum Amtsantritt von Herrn Palikutscher, das eigentlich auch auf dem Tablett, da haben zwei Konstellationen, die wir intensiv bearbeitet haben und wo wir eigentlich zuversichtlich waren, dass eine von uns gelingt. Eine ist, glaube ich, gar nicht in die Öffentlichkeit gedrungen, die andere war der Peter Herrmann, der das dann ja auch öffentlich diskutiert wurde. Wir hatten also eigentlich auch da den Plan, diese Positionen zu besetzen. Die haben sich beide zerschlagen. Das ist etwas, was wir natürlich weiterhin überlegen werden, aber auch das werden wir nicht ohne den neuen Sportvorstand tun. Man muss dann auch sehen, wo liegen dessen Schwerpunkte? Braucht er eher einen technischen Direktor oder braucht er eher einen Sportdirektor? Das muss man also erst genau analysieren und das kann man auch nur in Kooperation mit dem neuen Mann machen. Das macht keinen Sinn,
wenn man hier jemanden platziert und die Zusammenarbeit dann nicht wirklich gut funktioniert. Also, um die Frage nochmal abschließend zu beantworten, Stand jetzt wird Michael Wiesinger nach seinem Engagement jetzt mit Begleitung vom Vorstand und eventuell nach den 2-3 Tagen, die er nötigenfalls noch interimistisch tätig sein müsste, ins NLZ zurückkehren. Er macht es ganz wunderbar. Das ist übrigens einer der großen Dinge, die ich finde, die viel zu wenig Beachtung gefunden haben, dass der Robert Palikutscher das NLZ wieder auf sehr gute Beine gestellt hat. Ja, wir haben das in den Einstellungsgesprächen besprochen und er hat es mit großem Engagement, mit großer Freude umgesetzt. Er hat viele der uns verlustig gegangenen Ex-Spieler integriert, hat einem Ex-Spieler und Trainer die Leitung anvertraut, hat damit eine wunderbare Personalie getroffen, der uns sehr viel Freude macht, der das sehr gut macht. Und da wollen wir jetzt eigentlich nicht das zerstören, was da begonnen wurde, dass der Michael Wiesinger auch Perspektiven beim Club haben soll. Das halte ich für sehr wichtig. Aber ich glaube, jetzt ist er ein paar Monate im NLZ. Wir sind, wie gesagt, außerordentlich zufrieden mit der Arbeit, die er angeht. Und die würde ich jetzt nicht einfach per se übers Knie brechen wollen. Bevor ich zu der anderen Frage komme, muss ich auch, wenn ich das ergänzen darf, ich habe damals bei der Mitgliederversammlung gesagt, dass wir schon gerne ein Top-NLZ haben wollen, was viele junge Profis entwickelt für den Club, für andere Vereine, auch die Menschen entwickelt, dass wir auf Werte, gewisse Werte, sehr viel Wert drauf legen, dass wir ehemalige Fußballer, die diese Clubwerte vorleben, irgendwo integrieren. Und ich glaube, ich habe das damals gesagt zu den Top 10 NLZs, was ja schon eine sehr ambitionierte Sache ist. Ein Michael Wiesinger lebt das vor an der Spitze, genauso wie mit den anderen Trainern, Mitarbeitern im NLZ. Er ist da auf dem richtigen Weg. Und bin auch überzeugt davon, dass er das hinbekommt, was ich damals ausgerufen habe, weil auch in einem Gespräch mit ihm im Vorfeld war er Feuer und Flamme für die Aufgabe. Ich muss das hier vielleicht noch erwähnen, dass auch in den Gesprächen, wo er von mir gebeten wurde, die Interimsaufgabe zu übernehmen, er darauf bestanden hat, in seinen Job zurückkehren zu dürfen. Nicht nur die Arbeit, inhaltliche Arbeit und die Entwicklung des NLZ, sondern auch die Mitarbeiter sind ihm sehr wichtig. Er identifiziert sich mit dieser Aufgabe. Er hat mir damals gesagt, als ich ihn eingestellt habe oder im Vorfeld, dass er sich nicht im Profifußball als Trainer in nächster Zeit sieht, sondern wirklich diese ideologische Arbeit angehen will. Identifiziert sich mit dem Club, mit seiner Arbeit und das ist die absolut richtige Personalbesetzung. Weil Sie jetzt ansprechen, dass er vielleicht für mehr berufen war. Ein technischer Direktor war damals Teil meines Gesamtkonzepts. Ich habe diese Position nie gesehen, dass man irgendwo mitten in der Saison einsteigt. Sagen wir mal, es gibt bestimmte Abschnitte, die da Sinn machen. Das hat damals nicht geklappt. Natürlich wäre Michael Wiesinger auch für sowas ein Kandidat gewesen, aber das sind jetzt Gespräche, die kann der neue Sportvorstand aufnehmen. Am Ende geht es um die Personen, den Club, die Inhalte und wie das Ganze gelebt werden soll. Es gehören auch mehr als eine Seite dazu und da muss man auch mit solchen Personen den Austausch suchen, ob sie mehr Aufgaben nehmen wollen oder ob diese Aufgabe sie nicht komplett auslastet irgendwo. Von daher so viel als Ergänzung. Zu Ihrer anderen Frage, ja, es gab schon sehr viele Anfeindungen, Drohungen und auch Morddrohungen. Das sind Sachen, die müssen nicht in die Öffentlichkeit gelangen. Es ist auch egal, gegen wen und in welcher Form. Das hat die Polizei dann gelöst. Es ist eine Sache, die bringt noch mehr Unruhe, als ohnehin da ist. Ich selber wollte, dass da Ruhe herrscht, dass die Mannschaft fokussiert und konzentriert arbeiten kann, dass es da keine Ablenkung gibt, dass keine Angstzustände da sind. Eine sehr gute Zusammenarbeit mit der Polizei gehabt, die das Problem dann für uns gelöst hat oder größtenteils gelöst hat. Und das Ganze ist gut gegangen. Ich glaube, dass diese Ruhe sehr wichtig war. Danke. So, der Nächste, der die virtuelle Hand gehoben hat und jetzt auch die echte Hand hebt, ist Frank Linkic vom Kicker. Können Sie mich jetzt hören? Jetzt? Ja. Die Frage, Herr Palikutscher oder auch an Herrn Kretlein, Sie haben sich ja ein bisschen breiter aufgestellt, auch sinnvollerweise mit Florian Mayer und Kevin Cruickshank.
Hängt deren Zukunft dann auch am neuen Sportvorstand oder wird unabhängig von dieser Personalie mit den beiden weitergearbeitet und welche Aufgaben haben sie dann? Die werden zunächst ganz normal weiterarbeiten und werden auch die Aufgaben, die sie jetzt haben, innehaben. Ich mag jetzt vielleicht auch noch was zu den zwei Personen sagen. Naja, was heißt breiter aufgestellt? Wir haben bestimmte Themen besetzt mit den zwei, aber viel breiter haben wir uns nicht aufgestellt, weil es sind dann auch Scouts, die für den Verein gearbeitet, gegangen. Einer ist in Rente, einer ist damals, hat einen Job als Co-Trainer in der Schweiz übernommen. Die zwei sind dazugekommen. Man hat sich jetzt von weiteren Scouts getrennt, weil es ist nicht absehbar, wann wieder Spiele besucht werden können in Stadien, um das Live-Scouting voranzutreiben. Die Abteilung ist jetzt wieder ein bisschen kleiner. Weil ich glaube, dass die vier Jungs, die hier vor Ort arbeiten und jetzt viel auch analytisch tätig sind, dass es gute Jungs sind, nicht nur gute Referenzen haben, sondern auch sehr, sehr akribisch arbeiten. Und da wird ein neuer Sportvorstand sehr viel Spaß haben und dass er sehr ehrliche, akribische Jungs hier vorfindet. Martin Funk von der Bild nochmal. Herr Krillan, meines Wissens nach war das Meinungsbild im Aufsichtsrat die letzten Tage jetzt nicht einhellig. Es gab auch genügend Leute, die gesagt haben, sie wollen mit Robert Palikutscher weiterarbeiten. Können Sie dazu etwas sagen? Und bitte auch, wer denn jetzt den neuen Sportvorstand suchen wird? Also zunächst einmal ist es ja eine einvernehmliche Entscheidung, die wir hier mit Robert Palikutscher getroffen haben. Insofern spielt sozusagen die Diskussionslage im Aufsichtsrat aus meiner Sicht keine Rolle. Wie immer vertreten wir geschlossen das, was wir gemeinsam beschlossen haben, über Mehrheitsabstimmungsverhältnisse will ich mich nicht äußern. Außerdem ging es ja auch gar nicht so sehr um Abstimmung, sondern wir haben das ja, wie ich anfangs betont habe, auch kooperativ gelöst, kooperativ mit dem Herrn Palikutscher. Wer den neuen Sportvorstand sucht, das wird jetzt davon abhängen, was Sie unter Suche verstehen. Natürlich wird der Aufsichtsrat als Gremium die finale Entscheidung treffen. Ich werde mich jetzt zunächst mal auf, wie Sie es vielleicht nennen wollen, die Suche begeben und werde mit dem einen oder anderen Kontakt aufnehmen und werde versuchen, da eben möglichst schnell präsentierbare Kandidaten für das Gremium zu haben. Der nächste in der Reihe ist Chris Bichele vom Kicker. Kann man mich verstehen? Guten Tag. Kann man mich verstehen? Ja, ich hätte eine Frage. Sie betonen ja beide auf eine einvernehmliche Entscheidung. Was heißt diese einvernehmliche Entscheidung? Was bedeutet das finanziell? Und ich hätte noch eine prinzipielle Frage zu dem Trainerteam auch. Es wurde ja jetzt zur Relegation noch ein Co-Trainer verpflichtet. Durch den Klassenerhalt hat man jetzt schon zwei. Heißt das, dass man denn in die neue Saison mit einem, wenn ein neuer Trainer kommt, geht man dann mit drei Co-Trainern oder dürfte der neue Trainer dann keinen Co-Trainer mitbringen? Ja, machen Sie erst den Schluss. Ja, man sieht es. Also über Vertragsdetails und über was wir da jetzt vereinbart haben, das versteht sich doch von selbst, dass wir da Stillschweigen bewahren. Ja, das ist doch völlig klar, dass das nicht in die Öffentlichkeit gehört und insofern muss ich Ihnen da sagen, leider kann ich Ihnen da keine Antwort drauf geben, weil das auch arbeitsrechtlich gar nicht in Ordnung wäre. Okay, zum anderen Thema. Wir haben nicht zur Relegation Frank Steinmetz verpflichtet. Ist auch so ein Thema, was ich im Gremium über die Monate angesprochen habe, wie man ein Trainerteam inhaltlich entwickeln kann, wie man es verändern kann. Da bin ich auch schon vor Corona mit der Idee gekommen und die Pandemiezeit hat es dann bekräftigt, dass man einen absoluten Experten im Bereich Sportmedizin, Belastungssteuerung, Leistungsoptimierung dazu holen will. Zwischen Trainer, Co-Trainer und Athletikbereich sehr große Erfahrung damit hat, der uns in Themen unterstützt,
wo es darum geht, dass Spieler vielleicht schneller von Verletzungen zurückkehren, sich nicht wieder verletzen, individuelle Trainingssteuerung, Gruppensteuerung. Die Pandemie hat das dann irgendwo auch noch bekräftigt, dass man weiß ja nicht, ob dann, wie lange so eine Pandemie dauern wird oder ob noch eine zweite Welle kommt, dass man vielleicht Gruppentraining hat ohne Körperkontakt und solche Geschichten. Und es war mir ein großes Anliegen, in dem Bereich einen Fachmann zu holen, einen Topmann zu holen. Da waren wir uns im Frühjahr dann auch relativ schnell einig, dass wir es machen wollen, dass wir so jemanden im Trainerteam dazu holen. Der Vertrag war schon im Mai unterschrieben für die neue Saison. Als ich mit Michael Wiesinger gesprochen habe über die Interimswoche oder die paar Tage, mehr als eine Woche, hat er mir gesagt, dass es eine Herausforderung sein wird, in einer sehr langen Trainingswoche die Mannschaft so vorzubereiten, dass wir wirklich eine gewisse Dynamik auf den Platz bringen, Leichtfüßigkeit, Schnelligkeit, Explosivität. Ich habe mich darüber informiert, dass wir ab dem 1.7. jemanden unter Vertrag haben für die neue Saison. Der hat sich selber dann über Frank informiert, hat das Gespräch mit ihm gesucht, hat ihn dazugeholt. War auf Anhieb sehr begeistert, nicht nur von seiner fachlichen Art, wie er im Trainerteam kommuniziert, sein Input, sondern auch diese ganze menschliche Art, wie er mit den Jungs umgeht, seine Ideen eingebracht, die umgesetzt. Das kann ich dann auf dieser Stelle sagen. Ich glaube, der hat mir nach dem ersten Spiel gesagt, das ist ein unfassbare Qualität, die er diesem Trainerteam gibt als Zusatz. Und ich soll ihm doch bitte einen 10-Jahres-Vertrag geben. Das war Michael Wiesingers Aussage. Und das ist nicht für die Relegation. Frank Steinmetz hat seinen Urlaub abgebrochen, um früher sich hier in den Dienst des Vereins zu stellen. Hat auch seinen Anteil an dem Klassenerhalt vom 1. FC Nürnberg, ist jetzt im Urlaub. Und er wird, glaube ich, egal wer Trainer wird, er wird sich in den Dienst des Trainerteams, der Mannschaft, des Vereins stellen. Und ich glaube, dass egal wer auch Trainer wird, sehr viel Spaß in der Zusammenarbeit mit Frank haben wird. So, habt ihr noch weitere Fragen? Der Blick auf diese. Oh ja, Martin Funk. Bitte schön. Eine Frage noch zu den Personalien. Es gibt jetzt sehr viele Entscheidungen zu fällen. Ist dann Michael Wiesinger der Letzte, der sagt ja oder nein, wenn es darum geht, Spieler zu verpflichten, wo man ja vielleicht auch die nächsten Tage wirklich eine Entscheidung fällen muss? Oder macht das dann Robert Palikutscher oder macht das der Aufsichtsrat? Wie wird da eine Entscheidung gefällt werden, wenn XY zu verpflichten ist? Also alle Entscheidungen, die jetzt in diesen nächsten zwei Wochen getroffen worden sind, sind schon sehr lange dem Aufsichtsrat bekannt. Es wird kein Kai aus der Kiste kommen. Insofern sind gewissermaßen die Entscheidungen längst abgesprochen. Viele wären schon vollzogen, wenn früher klar gewesen wäre, dass wir die Liga halten. Insofern gibt es da sozusagen keine Probleme. Der Michael Wiesinger wird zunächst nicht unterschriftsberechtigt sein, sondern das ist weiterhin der Herr Palikutscher. Aber das ist, was jetzt da passieren wird, ist alles bereits von längerer Hand geplant und längst abgesprochen. Ich glaube aber, worauf Sie auch noch hinaus wollen, Herr Funk, ist, ob es bezüglich der Kaderplanung schon irgendwelche Vorgriffe gibt oder den neuen Sportvorstand irgendwelche Personalentscheidungen im Vorfeld weggenommen werden, die wichtig für den Verein sind. Nein, das wird es nicht. Da kann der Michael Wiesinger natürlich darüber denken, wenn es irgendwas gäbe, was der Markt gerade hergibt, ob man solche Sachen nicht vollzieht, je nachdem, wie lange es dauert. Das müssen die dann diskutieren. Aber das, was wir hier kommuniziert haben, was vollzogen wird, ist etwas, was schon lange feststeht. Und was jetzt im Nachgang, wo die Liga-Zugehörigkeit halt feststeht, einfach nur abgewickelt wird. Ja, weil da waren auch Sachen dabei, wo Spieler dann, wenn wir die Klasse nicht gehalten hätten, vertragslos gewesen wären. Und da müssen wir nicht mehr über ein Leihgeschäft reden, weil dann können die natürlich den Verein komplett wechseln, zum Beispiel. Und ich will noch ergänzen, natürlich ist es nicht unsere Absicht, dem neuen Sportvorstand sozusagen seine Handlungsmöglichkeiten einzuschränken. Der wird genügend Handlungsspielraum haben, aber es ist auch so, dass jeder neue Sportvorstand, wenn er anfängt, natürlich eine Situation vorfindet. Und diese Situation ist sozusagen schon länger geplant und da sehe ich also kein Problem drin insofern. Da war der Kameramann einmal kurz eingeschlafen.
deswegen war das falsche Bild gerade zu sehen. So viel Zeit muss an dieser Stelle zumindest sein. Gut, ich schaue nochmal auf den Bildschirm, sehe jetzt tatsächlich aber wirklich keine virtuellen oder echten Handzeichen, hektischen Winkbewegungen von euch, die mir signalisieren sollen, dass es noch eine Frage gibt. Deswegen bedanke ich mich bei euch recht herzlich natürlich für die Fragen. Ich bedanke mich ganz recht herzlich bei Robert Palikucha und natürlich auch bei Dr. Thomas Gretlein für die ausführlichen Worte am heutigen Abend. Bis dahin wünsche ich euch einen schönen Restabend, bleibt alle gesund und bis bald. Macht's gut. Tschüss. Vielen Dank.